Respekt ist für mich ein ganz wichtiger und bedeutsamer Wert. Würde, Akzeptanz und vor allen Dingen die Achtung vor Mensch und Tier. Versuchen irgendwie allen Leuten einen Platz zu bieten, aber keinen Platz zu bieten für zum Beispiel Sachen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie oder jegliche Form von Gewalt. Menschen so anzunehmen, wie sie sind, mit ihren Lebensideen und ihren Vorstellungen. Egal, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, welcher Religion er angehört oder welchem Geschlecht er angehört. Respekt bedeutet für mich nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Man kann auch von jedem anderen noch etwas lernen. Für den anderen da sein, den anderen auf Augenhöhe begegnen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich bedeutet das Thema Respekt, ohne Vorurteile aufeinander zuzugehen und sich einander zu helfen. Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Der freundliche Umgang mit Menschen untereinander. Danke sagen, bitte sagen. Der Knigge ist zwar alt, aber nicht altmodisch. Darum geht es ja eigentlich in dieser Tätigkeit, in diesem Grundpfeiler unserer Gesellschaft, das Ehrenamt, dass wir andere akzeptieren, so wie wir sind und sie sind. Und das macht unheimlich viel Spaß. Anders könnte ich gar nicht mir ein soziales Miteinander vorstellen. Es gibt ja dieses alte, gereimte Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu.